Moin moin und herzlich willkommen in der Fotobude. Ja, die Olympus XZ2, die hatte ich schon vor einiger Zeit getestet, aber noch kein Video aufgenommen. Ein Leser hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, und deswegen hole ich das jetzt gerne nach. Hier also das Video zur Olympus XZ2. Ist eine Kamera mit einem 12-Megapixel-Sensor, Vierfach-Zoom 28 bis 112 mm. Ja, ziemlich edel und hochwertig verarbeitet. Kommt also in die Kategorie Fujifilm X20 oder Pentax MX1, Sony RX100. So, das ist die Kategorie, in die die XZ2 reingehört. Ja, normalerweise hat die vorne noch so eine Abdeckung drauf, die mit einem kleinen Bensel befestigt ist. Für die Vorführung habe ich das jetzt abgemacht. Ja, eine Besonderheit der XZ2, das ist hier vorne, das ist das Drehrad. Das hat mehrere Funktionen, auf die gehe ich dann später nochmal ein. Ja, noch eine weitere kleine Besonderheit ist hier, ihr seht, hier ist eine Schraube. Man kann diese Griffplatte abnehmen und hat da dann die Möglichkeit, verschiedenfarbige Griffplatten aufzusetzen und so der Kamera ein klein bisschen ein eigenes Design zu geben. Ja, und noch eine Besonderheit, das ist hier vorne dieser Hebel und gleichzeitig ist da also auch noch eine Funktionstaste drauf zum Drücken und der Hebel dient hauptsächlich oder ist in der Basisfunktion als Umstellung zwischen dem manuellen Fokus und dem Autofokus. Zeige ich aber auch gleich noch mal, wie das funktioniert. Ja, so sieht das gute Stück von hinten aus. Was sie hat, ist ein Klappmonitor. Das zeige ich jetzt mal hier so ein bisschen seitlich. Der geht also einmal komplett bis in die Waagerechte rein oder einmal bis ganz nah oder ganz nicht, aber bis nach unten. Das sind so die Winkel, die die XZ2 macht. Was ich leider nicht kann, ich kann den nicht bis ganz nach oben klappen, das heißt oben drüber, sodass ich es von vorne sehen kann. Das funktioniert nicht. Ja, aber noch eine Besonderheit. Das ist ein Touchscreen. Das heißt, ich habe hier auch wieder die Möglichkeit der Touchfokussierung. Wie das geht, zeige ich euch dann auch noch. Ja, auf der Rückseite haben wir dann hier unten die Menütaste, die Infotaste, Funktionstaste, Wiedergabetaste, das Wahlrad mit dem 4-Wege-Schalter. Ja, hier oben ist die Videoaufnahmetaste und oben drauf auf der Kamera haben wir dann einmal das Programmwahlrad, den Zoomhebel, Auslöser, ein Ausschalter, den externen Blitzschuh, auf den allerdings auch noch anderes Zubehör drauf passt. Ja, und dann auf der Seite ist dann hier der kleine Ausklappblitz, der hier mit dem Hebelchen hier hinten einmal rausgefahren wird und dann von vorne so aussieht. Ja, dann haben wir noch an der Seite einmal den HDMI und USB-Anschluss. Und natürlich wie üblich hier unten auf der Unterseite der Akku und die Speicherkarte. Ja, schon mal eins vorweg, mit der Kamera kann man natürlich auch Videoaufnahmen machen und wer Videoaufnahmen mit einem bisschen besseren Ton machen möchte, der kann hier oben auf diesen Blitzschuh oder Zubehörschuh auch ein externes Mikrofon aufstecken. Das heißt also, auch mit der XZ2 sind Aufnahmen mit externem Mikrofon möglich. Ja, hier vorne seht ihr dann auch nochmal gleich die Lichtstärke des Objektivs. Das geht von 1.8 bis 2.5 in der Tele-Einstellung. Ist also eine ordentliche Lichtstärke. Wie gesagt, liegt so in dem Rahmen der Fujifilm X20. Ja, fangen wir hier oben mit dem Programmwahlrad an. Wenn wir die Kamera einmal rumdrehen, dann ist das deutlich besser zu lesen. Da haben wir einmal die normale Programmautomatik, dann die üblichen Blenden- und Zeitautomatiken, manuelle Einstellung von Zeit und Blende, dann zwei individuell programmierbare Einstellungen C1, C2, dann die Szenenautomatik oder Motivprogramme, dann die Artfilter, die zeige ich euch gleich, wie die aussehen, ja, und dann die intelligente Automatik, bei der die Kamera alle Einstellungen selbstständig übernimmt, wo ich mich quasi um nichts kümmern muss. Ja, schalten wir die Kamera einmal ein. Das geht hier oben einmal über die On-Off-Taste. Ihr seht, das Objektiv fährt raus. Ja, und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ich habe hier dann einmal den Zoom-Hebel, mit dem ich dann entsprechend einmal nah und einmal auf Weitwinkel gehen kann. Ihr seht, hier ist auch schon gleich die Touch-Fokussierung aktiviert. Das ist dieses
kleine Symbol hier auf der Seite. Das sagt mir Touch-Fokussierung. Das kann ich dann einmal ausschalten oder wieder einschalten. Das sind die Funktionen, die ich hier habe bei der Touch-Fokussierung. Oder ich habe eben nur die Möglichkeit des Fokussierens. Das ist jetzt. Das heißt, in diesem Modus fokussiert die Kamera nur auf das Element, was ich gerne scharf haben möchte. Ihr seht, dann erscheint hier das grüne Quadrat. Gehe ich hier unten drauf auf mein neues Logo, dann seht ihr, stellt die Kamera dann auf das Logo scharf. Ja, das sind, wie gesagt, die drei Einstellungen, die ich habe. Einmal die Touch-Fokussierung oder eben nur die Fokussierung oder gar nichts. Habe ich Touch-Fokussierung, tippe hier drauf, dann löst die Kamera aus und stellt auf das Element scharf, auf das ich getippt habe. Das ist besonders praktisch. Ihr kennt ja schon meinen Hund Olsen. Wenn der unten auf dem Boden rumkreucht und fleucht, ich die Kamera ganz nach unten halte, dann mache ich das ganz einfach. Dann klappe ich hier einmal das Display raus, halte die Kamera ganz unten auf dem Boden, wenn der am Strand rumtobt. Ja, und dann einfach einmal gucken, lächeln Olsen, drauf ticken und die Kamera löst aus. Und dann habe ich also Olsen wunderbar eingefangen. Das kann man natürlich auch bei Makro-Sachen verwenden oder natürlich auch mal über Kopf, wenn man mal über eine Menschenmasse hinweg fotografieren möchte. Bei Konzerten oder Veranstaltungen klappt das auch prima. Kamera nach oben halten, gucken und dann sehen, ah, jetzt habe ich den Popstar im Bild, zack, draufdrücken und schon geht's los. Also von daher, Touch-Fokussierung finde ich persönlich eine sehr praktische Funktion. Ja, und was ihr auch schon hier gleich seht, ist die 3D-Wasserwaage, die mir einmal hier unten mit der waagerechten Anzeige und hier einmal mit der Kipp-Anzeige signalisiert, ob ich die Kamera gerade ausgerichtet habe. Und dann seht ihr, aha, jetzt bin ich also mit der Kamera gerade und habe die perfekt gerade ausgerichtet. Sehr hilfreiche Funktion, wie ich finde. Und ja, gerade wenn man da mehr fotografiert, dann ist das super praktisch, weil ich dann eben keinen kippenden Horizont mehr habe, sondern weil dann der Horizont wunderbar in der waagerechten drin ist. Ja, dann gehen wir mal in die Menüs rein und gucken uns mal die Menüs der Kamera an. Das sieht dann so aus. Ich habe hier einmal die Funktion Karte einrichten. Das ist ganz, da wird einfach nur die Karte formatiert. Dann habe ich die Datensicherung. Ja, nein, das möchte ich nein. Dann, das geht alles ist für online. Die Rückstellung und den Bildmodus. Beim Bildmodus habe ich dann die Einstellungen zwischen Vivid, also das ist sozusagen eine etwas farbkräftigere Wiedergabe, neutral, muted, Portrait, monoton. Dann habe ich hier die verschiedenen Pop-Art, blasse Farben und so weiter. Hier werden mir dann schon die einzelnen Artfilter gezeigt. Und wenn ich da jetzt reingehe, dann kann ich innerhalb dieser einzelnen Einstellungen nochmal individuelle Einstellungen machen. Das heißt, ich habe also nicht nur die Möglichkeit, die Vorwahl der einzelnen Bildmodi zu machen, sondern ich kann die mir auch nochmal individuell einstellen. So, und dann gehe ich hier auf die Einstellung der Auflösung und habe hier die Einstellungen natürlich ganz klar RAW oder eben Fine in verschiedenen Varianten oder die Kombination JPEG plus RAW. Das heißt, hier oben diese vier Einstellungen, das sind alles die Einstellungen für die JPEG-Aufnahme. Ja, das gleiche habe ich dann hier unten nochmal für Movie. Da habe ich dann also die Videomöglichkeit mit Full HD oder nur HD-Auflösung zu arbeiten. Und dann kann ich hier noch für die Fotoaufnahmen das Bildformat ändern von 4 zu 3. Das ist das Standardformat und das höchste Format. Das sieht man übrigens dann auch hier bei RAW steht 3968 x 2976. Das ist quasi das originäre Format. Gehe ich jetzt hier runter, habe ich einmal die 16 zu 9 Darstellung, dann die 3 zu 2, 1 zu 1 und dann bin ich wieder bei der 4 zu 3 Einstellung, wobei ich die Varianten Middle und Small, die kann ich im Menü mir noch einzeln individuell einstellen. Ja, dann gehen wir wieder zurück ins Menü. Dann habe ich die Einstellung Aufnahmemenü 2. Da kann ich den Bildstabilisator aktivieren. Die Kamera hat einen eingebauten Bildstabilisator. Und das sind dann die verschiedenen Modi. Und zwar sind das Modi einmal
ob ich alles stabilisieren möchte in alle Richtungen oder ob ich verschiedene Schwenkrichtungen aktivieren möchte. Das kann ich eben hier von IS 1, 2 und 3 aktivieren. Dann habe ich hier die Möglichkeit, eine Belichtungsreihe zu machen, und da bietet die Kamera mir gleich mehrere Möglichkeiten an. Und zwar bietet sie mir einmal an, ein ganz normales AE-Bracketing, das ist also Auto-Exposure, also ein Belichtungs-Bracketing. Ja, und da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, was ich hier möchte. Ich kann wählen zwischen zwei Bildern oder drei Bildern, jeweils im Abstand 0,3, 0,7 oder 0 oder eine Blende Abstand. Dann kann ich ein White Balance Bracketing machen, das heißt mit verschiedenen Weißbalance-Einstellungen oder Weißabgleich-Einstellungen. Dann das nächste ist zusätzlich nochmal ein Bracketing für die Blenden. Dann habe ich die Möglichkeit, ein ISO-Bracketing zu machen. Das heißt, beim ISO-Bracketing geht die Kamera in verschiedene ISO-Einstellungen nach oben und nach unten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit mit beispielsweise, wenn ich im Grenzbereich der ISO-Einstellung arbeite, mit 4, 800 und 1600 ISO zu arbeiten. Ja, und dann habe ich hier das sogenannte Art Bracketing, und da kann ich dann eben festlegen, mit welchen Filtern ich die Aufnahmen machen möchte. Und habe dann die Möglichkeit festzulegen, welche Filter dafür verwendet werden sollen. Das zeige ich euch auch nachher nochmal. So, dann geht es hier mit der ganz normalen Belichtungskorrektur weiter, verschiedenen Blitzmodi, und dann gibt es für die Kamera ja noch vorne, das kann ich dann aufsetzen, eine Möglichkeit, die Brennweite zu verlängern, und das müsste ich dann hier unten einstellen. Das heißt, hier ist dann dieser Brennweitenverlängerer drin, T-Con 17, der verlängert die Brennweite um den 1,7-fachen Wert. Ja, gehen wir hier wieder zurück in den Wiedergabemodus. Im Wiedergabemodus habe ich verschiedene Einstellungen. Da kann ich eine kleine Dia-Show machen, da kann ich die Bilder drehen, da habe ich die Möglichkeit, die Bilder hier zu bearbeiten. Das heißt, ich kann das Bild, was ich eben gemacht habe, kann ich in verschiedenen Varianten bearbeiten. Ich habe hier eine JPEG-Bearbeitung, Gegenlichtkorrektur, rote Augen, ich kann es beschneiden, Seitenverhältnis ändern und so weiter. Also ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Funktionen auszuwählen. Dann kann ich es drucken, dann kann ich es schützen und eben die Verbindung mit dem Smartphone, wo ich eben auch dieses den Punkt mit der Datensicherung hatte. Ja, dann kommt das größte und entscheidende Menü. Da sind dann die ganz vielen individuellen Einstellungen drin. Da geht es dann um den Autofokus-Modus. Da kann ich festlegen, ob das für Single, also für Einzelaufnahmen ist, für Makroaufnahmen oder kontinuierlicher Modus oder manueller Fokus. Den zeige ich euch nachher nochmal. Das heißt, ich habe also hier auch die Möglichkeit, natürlich manuell zu fokussieren. Dann gibt es die Möglichkeit, das Autofokusfeld festzulegen, entweder 7x5 oder Einzelpunkt. Das heißt, ich kann den Punkt dann individuell verschieben. Auch das zeige ich euch gleich nochmal, wie das geht. Dann das Autofokus-Hilfslicht, eine Gesichtserkennung kann ich aktivieren. Ja, und hier ganz witzig, habe ich verschiedene Möglichkeiten der Gesichtserkennung. Einmal auf das Gesicht, dann auf das nähere Auge, dann auf das rechte Auge, auf das linke Auge, und das sind die verschiedenen Gesichtserkennungsmodi, die ich aktivieren kann. Ja, den manuell Fokusassistent, wie gesagt, das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Da springt die Kamera dann in eine Lupenfunktion. Ja, und jetzt geht es weiter mit den Tastenfunktionen. Da habe ich einmal die FN-Taste, das ist diese hier, die ich belegen kann. So, und die kann ich jetzt belegen, zum Beispiel mit dem ND-Filter, mit einem Graufilter. Das heißt, sobald ich auf die Taste drauf drücke, wird der Graufilter dazu geschaltet. In hellen Situationen, wenn ich da längere Belichtungszeiten haben möchte oder eben eine große Blendenöffnung, um viel Schärfentiefe zu bekommen, dann kann es erforderlich sein, dass ich den ND-Filter dazu schalte, um keine Überbelichtung zu bekommen. Ich habe hier die Möglichkeit, den AE-Lock zu aktivieren. Ich kann die Vorschau einschalten, den sofortigen Weißabgleich machen. Ich kann die Autofokusfelder auf die Basiseinstellung zurückbringen oder eben einen digitalen Telekonverter einschalten.
einschalten oder eben, wenn ich den Objektivkonverter habe, das einschalten oder eben die ND-Filtereinstellung, die ich immer wähle. Ja, dann gibt es noch die Taste FN2. Ja, wer sich jetzt fragt, wo die FN2 ist, das ist die hier vorne auf diesem Hebel drauf. Das ist die FN2. Ja, und was ich mit der FN2 machen kann, ich kann die nicht nur mit einer Funktion belegen, sondern ich kann die mit mehreren Funktionen belegen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert das? Ganz einfach, einfach mehrmals die FN-Taste drücken und dann springt die immer in die nächste Funktion weiter. So, das heißt also, wenn ich hier sage, ich möchte darüber den Bildmodus einstellen, die Effektfilter einstellen, von mir aus auch noch das Seitenverhältnis einstellen, dann möchte ich die ISO darüber einstellen und die Gesichtserkennung einstellen. Dann sind das all die Funktionen, die ich aktiviert habe. Und jetzt gehe ich einfach mal raus und zeige euch, wie das dann funktioniert. Das heißt, hier vorne ist die Taste, auf die drücke ich jetzt einfach einmal drauf. So, und dann seht ihr, dann habe ich hier einmal die Bildeinstellungen und beim zweiten Druck habe ich dann die Formatumstellung, beim dritten Druck habe ich die ISO-Empfindlichkeit und dann habe ich die Gesichtserkennung und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt also, über diese Funktion habe ich die Möglichkeit, mir mehrere Funktionen auf die Funktionstaste draufzulegen, die ich dann alle nach und nach abrufe. Sehr praktische Funktion, finde ich. Und vor allen Dingen, man kann sie sich wunderbar selber zusammensetzen und zusammenschustern, genauso wie man das haben möchte. So, das waren also die Tastenfunktionen FN1, FN2. Dann haben wir die Einstellfunktionen. Ja, und hier gibt es jetzt, da zeige ich euch nicht alle, aber zumindest mal die wichtigsten. Da kann ich jetzt immer festlegen, welche Funktion einmal das Drehrad vorne haben soll. Das ist also dieses hier. Und welche Funktion das Drehrad hier hinten haben soll. Das heißt, ich kann also einmal hier zum Beispiel festlegen, bei der Einstellung P möchte ich vorne den Programm Shift haben, das heißt die Verschiebung, Belichtungszeitblende und hier hinten die Belichtungskorrektur drauf haben. Sage ich jetzt okay. So, und das kann ich dann für die einzelnen Funktionen individuell festlegen. Das heißt also hier zum Beispiel bei der manuellen Einstellung ist vorne die Verschlusszeit, hinten die Blendenauswahl. Wenn ich hier jetzt das genau umgekehrt haben möchte, dann sieht das so aus. Ja, und das sind eben die Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, ich kann hier im Prinzip für jede einzelne Funktion festlegen. Bei Szene vorne Szenenmodus wählen, hinten Belichtungskorrektur. Zack. Bei den Artfiltern genau das gleiche. Vorne den Effektfilter, hinten die Belichtungskorrektur. So, das heißt, ich kann hier tatsächlich sehr individuell mir die Tasten festlegen. Ja, dann vorne schon erwähnt, der Schalter in der Standardfunktion schaltet der um zwischen manuellem Fokussieren und Autofokus. Ich kann den aber auch auf die Zoom-Funktion umschalten. Das heißt, wenn ich über die Taste, über den Ring zoomen möchte, kann ich das genauso machen und kann festlegen, er soll zoomen. Dann ist also nicht nur hier oben der Hebel, sondern die Drehfunktion auch noch über den Zoom festgelegt. Oder ich kann manuell Fokus und Zoom machen, je nachdem, ob ich auf Autofokus oder manuell Fokus stehe, schalte ich das dann eben hier vorne entsprechend um. Ja, dann gibt es noch die Einstellrichtung, da kann ich sagen, ob die in links rum oder rechts rum gedreht werden soll. Ich kann die Tasten sperren. Dann geht es weiter mit dem HDMI-Anschluss, Videosignal, der Lautstärke, den USB-Modus. So, und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Ich habe hier die Möglichkeit, Kontrolleinstellungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ach ja, hier oben, Entschuldigung, Infoeinstellungen. Da kann ich noch festlegen, welche Funktionen in den jeweiligen, nach jeweiligem Druck auf die Infotaste mir angezeigt werden sollen. Bild vollständig, Histogramm oder Highlight und Schatten. Und das kann ich dann auch noch für die verschiedenen Einstellungen, Live View, festlegen. So, interessant, Gitterlinien ist klar. Interessant ist die Kontrolleinstellungen. Ein bisschen merkwürdiger und kruder Begriff, weil man weiß eigentlich gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Ich zeige euch aber, was sich dahinter verbirgt, dann versteht man das auch ein klein bisschen einfacher. Hier kann ich jetzt festlegen in den einzelnen Funktionen Live-Info, Live-Kontrolle und Live-Monitor-Anzeige und das kann ich für die einzelnen Punkte festlegen. So, ich zeige euch, damit ihr das einfacher versteht, wie es funktioniert, einfach mal ein bisschen was. Ich habe hier oben jetzt die Kamera auf P stehen. Fangen wir mal hier mit der
Infotaste an. Wenn ich die Infotaste drücke, dann seht ihr, dann habe ich hier die einzelnen Umschaltungen. Hier ist jetzt das Histogramm zu sehen. Hier ist jetzt im Prinzip fast gar nichts zu sehen, nur die wichtigsten Einstellungen. Und da ist jetzt komplett alles. Da habe ich also nur die Monitoranzeige mit dem Live-View. Hier habe ich jetzt die Wasserwaage. Möchte ich jetzt irgendwelche Werte verstellen, dann kann ich hier einmal auf die OK-Taste draufdrücken. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier so eine Übersichtsanzeige der wichtigsten Informationen. Ja, was ich jetzt hier machen kann, ich kann jetzt hier mit dem Finger einfach drauf tippen auf eine der Funktionen, zum Beispiel hier oben die ISO-Empfindlichkeit. Zack, da tippe ich jetzt einmal drauf, dann bin ich bei 125. So, und jetzt kann ich hier vorne über das Drehrad, weil das habe ich eben genauso eingestellt, kann ich hier vorne, ihr seht, ich drehe jetzt hier an dem Drehrad einmal hier vorne. Hinten seht ihr dann, wie sich die ISO-Empfindlichkeit verändert. Kann ich da einmal dran drehen. Möchte ich es anders einstellen, drücke ich einmal auf die OK-Taste. Dann seht ihr, habe ich das hier unten. Ja, das sind die Möglichkeiten. Ich kann also auch hier zum Beispiel sagen, ich möchte das Format ändern, dann tippe ich hier mit dem Finger einmal auf diese Taste, drehe hier hinten, weiß ich die Dinger nicht alle auswendig, einfach einmal die OK-Taste gedrückt und dann seht ihr hier unten habt ihr die Auswahl und da kann ich dann ganz normal hier mit dem 4-Wege-Schalter navigieren oder eben auch wieder über den Drehschalter oder über den Drehschalter. So funktioniert die Einstellung. Das heißt also, ich habe immer verschiedene Möglichkeiten. Praktisch ist aber eben, ich kann hier mit Touchscreen arbeiten und habe alle Funktionen perfekt in der Übersicht. Ich kann hier zum Beispiel auch, ups, jetzt habe ich aus Versehen ausgelöst. Ich kann hier mit einem Druck auf die OK-Taste, rufe ich das auf. Ich kann hier zum Beispiel auch ganz einfach den ND-Filter ein- und ausschalten, indem ich da einfach zweimal drauf tippe. Jetzt seht ihr, jetzt ist der ND on. Wenn ich hier nochmal drauf tippe, so, das habe ich gerade nicht getroffen, dann ist der ND-Filter wieder auf, ups, einen zu viel, auf off. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auch über das Touchscreen, über den Touchscreen, jetzt ist er auf off, die einzelnen Funktionen umzuschalten. Möchte ich diese Anzeige nicht mehr haben, dann klicke ich auf die Infotaste und wenn ich die Infotaste gedrückt habe, dann habe ich die ganzen Anzeigen hier. Was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt die OK-Taste, Entschuldigung, nochmal umschalten, wenn ich jetzt die OK-Taste drücke, dann seht ihr, sind meine ganzen Anzeigen hier. Das heißt, ich habe den Bildschirm frei, ich habe das Menü nicht davor, sondern mit einem Druck auf die OK-Taste bin ich hier in der seitlichen Einstellung. Ich habe genau die gleichen Einstellmöglichkeiten. Das sind also exakt die gleichen Parameter, die ich hier verändern kann. Nur sie sind eben aus dem Bildschirm raus. Möchte ich wieder die andere Anzeige haben, einmal die Infotaste gedrückt und dann habe ich wieder hier diese Einstellungen. Und genau diesen Wechsel, das ist das, was ich im Menü umstelle und was ich eben im Menü aktiviere, eben genau unter diesem einen Punkt. Und das ist eine Sache, viele wissen das gar nicht, viele kennen diese Funktion gar nicht. Das ist Kontrolle Einstellungen. Und da muss man eben, um beide Varianten zu haben, die Live-Kontrolle und Live-Monitor-Anzeige aktivieren und dann sehe ich das auch ganz einfach hinten auf dem Bildschirm. Wichtig dabei, ich muss das für alle Varianten aktivieren, also auch hier für den Artfilter und auch hier für die Szenenprogramme, damit das in allen Varianten mir angezeigt wird. Ja, hier habe ich dann noch verschiedene Möglichkeiten, mein Histogramm einzustellen. Da kann ich zum Beispiel sagen, wann Überbelicht und wann Gegenlicht mir angezeigt werden soll. Das kann ich mir individuell einstellen. Ruhemodus, wann soll der eingeschaltet werden? Dann habe ich die verschiedenen Messcharakteristika, die ich hier aktivieren kann. Dann geht es weiter mit der Rauschminderung, Rauschunterdrückung. Hier kann ich auch nochmal die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Hier bei der ISO-Auto-Einstellung habe ich die Möglichkeit zu sagen, was soll mein Standard sein, was soll mein maximales Limit sein. Das heißt, damit kann ich verhindern, dass die Kamera bei Auto-ISO-Einstellungen deutlich zu hohe Werte nimmt, um quasi die und hat dann zu hohes Bildrauschen hat. Hier habe ich den Bulb-Timer, wo ich festlegen kann, wie lange die Kamera bei Bulb belichten soll. Hier verschiedene Blitzeinstellungen, Weißabgleich, warme Farben, Blitzabgleich.
Dann kann ich hier sRGB und Adobe RGB umstellen. Hier habe ich die Möglichkeit festzulegen, was ich eben schon sagte, die vier verschiedenen Stufen, die mir angezeigt werden in der Bildgrößeneinstellung, die kann ich hier mir selber zurechtstellen und kann selber sagen, was die Bildgröße Large, Medium, Small sein soll. Ich habe hier, wie gesagt, die individuellen Einstellmöglichkeiten, mir das vorzuwählen. Das Gleiche ist bei der Bildgröße. Auch hier kann ich festlegen, welche Bildgröße soll Middle und welche soll Small sein. Hier zum Beispiel 1280x69 für Small. Habe also auch da wieder die Möglichkeit, ganz individuell die Einstellung zu nehmen. Dateinamen, DPI-Einstellungen, Copyright-Einstellungen. Hier beim Film ganz wichtiger Punkt. Achtung! Film immer den Ton auf einstellen, weil sonst habe ich keinen Filmton drauf. Und das Gemeine ist, die Kamera zeigt es nicht an. Die Kamera zeigt mir nur durch das kleine Mikrofon hier oben an, dass das Mikrofon eingeschaltet ist. Ist das Mikrofon ausgeschaltet, zeigt sie mir das nicht an. Das heißt, da tappe ich dann im Dunkeln, nehme auf und stelle dann später fest, ach du Jemine, da ist ja gar kein Ton da drauf, Windgeräusche reduzieren. Dann habe ich noch Pixelkorrektur, Belichtungsjustage, Einstellung Touchscreen. Das heißt, hier kann ich sagen, möchte ich den Touchscreen ein- aushaben. Nutze ich eine iFi-Karte, kann ich die hier aktivieren. Dann die Frage nach Meter und Fuß und das war's und dann bin ich wieder hier oben. Ja, dann gibt es noch hier unten das Einstellmenü, da habe ich dann Datum, Uhrzeit, Wählzeit, Sprache, Aufnehmeransicht, wie lange soll mir es gezeigt werden, Power on bei Wiedergabe, das heißt, wenn ich hier die Wiedergabetaste drücke, soll die Kamera einschalten oder nicht und Firmware. Ja, das sind so die wichtigsten Einstellungen im Menü. Ihr seht, das Menü, das ist ziemlich umfangreich. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man sich da einstellen kann und individualisieren kann, wie man die Tasten belegt, wie man hier vorne den Ring belegt. Was ich jetzt nochmal zeigen möchte, ist den Unterschied zwischen Autofokus und manuellem Fokus. Hat man die Kamera auf die normale Funktion, dann, ich weiß nicht, ob man das hört. Ihr hört das? Dann klickt der Ring in den einzelnen Einstellungen. Geht man jetzt auf die manuelle Fokussierung, das ist einmal hier, zack, einmal umschalten, dann läuft der Ring ganz weich. Das heißt also, ich fokussiere dann tatsächlich ganz weich, ohne Stufen. Ja, und wie sieht das Ganze aus? Das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, sobald ich hier dran drehe, seht ihr, habe ich hier die Millimeteranzeige, die mir dann anzeigt, wie nah ich am Motiv dran bin. Und ihr seht hier unten, jetzt muss ich das nochmal machen, hier unten den kleinen Rahmen. Ja, und diesen Rahmen, den kann ich dann also individuell dahin schieben, wohin ich ihn im Motiv gerne hätte und habe dann die Möglichkeit eben hier, in dem Fall mal, können wir mal die Fotobude hier nehmen, habe dann die Möglichkeit, darauf individuell scharf zu stellen und habe die Möglichkeit, hier drauf scharf zu stellen und ihr seht, wenn ich jetzt hier am Ring drehe und darauf fokussiere, zack, dann ist das Motiv scharf und wunderbar. So funktioniert das manuelle Fokussieren. Also eigentlich eine ganz einfache Sache, ohne Tricks und doppelten Boden. Ich kann da also relativ einfach mit arbeiten. Schalte ich wieder zurück, dann bin ich wieder, das zeigt mir die Kamera hier oben, bin ich wieder im ganz normalen Single-Auto-Fokus und habe also hier die normale Fokussierung, ja, und da kann ich jetzt eben, wenn ich möchte, kann ich je nachdem, welche Einstellung ich habe, wenn ich jetzt hier in der richtigen Einstellung bin, ich wähle jetzt einmal hier, seht ihr, da wandert der Punkt, wandert im Prinzip hin und her. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, meinen Fokuspunkt, indem ich hier einmal auf diese Taste drauf drücke, habe die Möglichkeit, meinen Fokuspunkt genau dahin zu schieben, wo ich ihn gerne hin hätte. Ist aber im Prinzip überflüssig, denn ich habe ja die Touch-Fokussierung. Und mit der Touch-Fokussierung geht das natürlich eigentlich viel, viel eleganter. Das heißt, ich muss hier den Punkt nicht da irgendwo hinschieben, sondern ich tippe hier unten einfach auf die Kamera drauf und sage, da möchte ich meinen Fokuspunkt hinhaben. Und dann löst die Kamera eben je nach Einstellung entsprechend aus. Und zack, das war's. Das heißt, hier in der Rückschau, wenn ich jetzt die Rückschau aufrufe, sieht man das auch. In der Rückschau wird mir hier angezeigt, da auf diese Position war der Fokus gelegt.
Im Prinzip brauche ich das gar nicht. Das heißt also, eigentlich habe ich mit der Touch-Fokussierung eine viel, viel bessere Möglichkeit, individuell auf einen Punkt zu fokussieren. Ja, noch ein Wort zu den Artfiltern. Die finde ich persönlich ja ganz spannend. Bei den Artfiltern sieht es so aus, dass ich hier eben verschiedene Möglichkeiten habe, mein Bild zu verändern. Das ist einmal, das fängt an mit dem Pop-Art-Filter, Soft-Focus, blasse Farben, weiches Licht, Monochrom, Lochkamera, Diorama, Cross-Entwicklung, zartes Sepia, dynamischer Effekt und Gemälde. Ja, und wie das Ganze aussieht, können wir ja vielleicht mal, aber man kann man sich eigentlich vorstellen, kann man ja einmal hier bei dem Monochrom-Filter zeigen. Jetzt seht ihr, jetzt sehe ich also bei dem Monochrom-Filter ziemlich blass aus, beziehungsweise in Schwarz-Weiß aus. Drücke ich jetzt hier einmal wieder auf die OK-Taste, bin ich wieder in dem Menü drin und kann hier einfach meine Einstellungen vornehmen, wie ich das gerne haben möchte. Zum Beispiel blasse Farben, dann sieht das Ganze so aus. Ja, also ich habe hier die Möglichkeit, diese Artfilter zu verwenden. Ja, und ihr seht hier unten, da ist nochmal so ein kleiner Pfeil und dieser Pfeil sagt mir, dass ich da nochmal was einstellen kann. Ne? Mal nochmal draufdrücken, sagt mir, dass ich da noch was einstellen kann. Und zwar habe ich hier immer noch die Möglichkeit, den Filter in verschiedenen Varianten zu wählen. Ganz wichtig, also wenn hier unten dieses Symbol auftaucht, dann kann ich in dem Filter nochmal individuelle Einstellungen machen. Das seht ihr, ist hier zum Beispiel der Fall. Hier auch beim Monochromfilm kann ich auch die Möglichkeit sagen, welchen Filtertyp ich hätte. Ihr seht, in dem Bild unterscheidet sich das dann auch ein kleines bisschen. Das heißt, da habe ich dann also schon die Vorabkontrolle, was da passieren wird. Hier bei der Lochkamera habe ich zum Beispiel verschiedene Varianten, verschiedene Stärkegrade und kann damit nochmal individuell einstellen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, das sind also die Artfilter, die ich hier einstellen kann. Und was es dann noch als letzte Funktion hier oben gibt, das sind die Szenenprogramme. Und im Szenenprogramm habe ich dann meine normalen Funktionen. Das ist Porträt, das ist das E-Porträt, Landschaftsaufnahme, Sport, Nachtaufnahme, Nacht und Person, Sonnenuntergang, Dokumente, Panoramaaufnahme kann ich machen, Feuerwerk, eine Doppelbelichtung kann ich dann auch machen, Sand und Schnee, das ist für helle Situationen mit sehr viel Weiß drin, Unterwasser, für die Kamera gibt es auch ein Unterwassergehäuse und Unterwassermakro und den HDR-Effekt kann ich nutzen. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe bei den einzelnen Szenenprogrammen, wenn ich da raus bin und die verändern möchte. Auch da wieder einfach die OK-Taste drücken und schon bin ich in der Einstellung drin. Oder alternativ natürlich über den Knopf hier oben. Das heißt, immer wenn ich auf diese Funktion drauf drehe, seht ihr, dann bin ich in dem Menü drin. Aber wie gesagt, am einfachsten einfach die OK-Taste drücken und dann komme ich da rein in diese Einstellung. Ja, das sind die wichtigsten Funktionen, die ich bei der Olympus habe. Eine ganz interessante Sache ist noch, hier oben ist ja dieser Blitzschuh drauf. Das ist aber nicht nur ein normaler Blitzschuh, sondern ich kann auf diesen Blitzschuh auch noch verschiedene Zubehörteile stecken. Und ein, finde ich, sehr spannendes Zubehörteil ist ein elektronischer Sucher. Das Ding sieht so aus. Das wird dann hier einfach oben drauf gesteckt auf den Blitzschuh. Oh ja, und dann passiert eben Folgendes, dass ich hier einen elektronischen Sucher habt, da muss ich einmal hier hinten umschalten, da ist der Knopf zum Umschalten, ja, und dann seht ihr, bin ich hier im elektronischen Sucher zu sehen, habe da auch wieder alle Einstellmöglichkeiten, alles, was das Herz begehrt. Ich sehe gerade hier die Dioptrienkontrolle, müsste ich mal so ein kleines bisschen anpassen, damit ihr mich dann auch wieder scharf seht. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ein bisschen gefummelt. Aber ihr seht, ich habe hier die Möglichkeit, in dem elektronischen Sucher eben alle Einstellungen, mir werden alle Menüs und so weiter angezeigt. Das heißt, wenn ich hier jetzt das Menü drücke, dann, und wenn ich hier das Menü drücke, dann erscheint das Menü. Toll, kriege ich jetzt gerade nicht hin. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, mir das Menü im Sucher auch anzeigen zu lassen, obwohl das geht hier gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, entweder muss ich das freischalten. Moment.
Nein, ich muss einmal, wenn ich in den Sucher reingeguckt habe, nochmal die Umschalttaste drücken und dann wird mir, das seht ihr jetzt hier nur zur Bestätigung nochmal, dann wird mir auch tatsächlich das Menü angezeigt. Also ich habe auch da die Möglichkeit, im Sucher das Menü zu verändern. Ganz praktisch ist, dass ich den Sucher bis nach oben klappen kann. Das heißt also, ich kann mit der Kamera vorm Körper arbeiten, kann die relativ ruhig halten und habe so die Möglichkeit, eben auch von oben reinzugucken. Ja, ich finde das Teil ziemlich praktisch. Vor allen Dingen, dass es wieder ruckzuck abgebaut ist, in der Hosentasche verstaut ist. Die Kamera ist wieder schön klein und handlich. Von daher, ich finde es ein tolles Zubehörteil. Gibt noch eine ganze Reihe mehr, was ich auf diesen Sucher draufstecken kann. Da gibt es kleine Makrolichter, Blitze natürlich und, und. Ja, auf meiner Internetseite beim Test von der XZ2 gibt es einen Link zur Zubehörseite, die ich erstellt habe, wo alles wichtige Zubehör, was es für die Kamera gibt, drin ist. Das heißt, da könnt ihr ein klein bisschen stöbern und euch die verschiedenen Sachen angucken. Ja, vielleicht noch abschließend ein Wort zur Bildqualität. Bildqualität ist sehr gut, kann natürlich wie üblich bei solchen Kameras in diesem Format nicht überragend bis in die letzte ISO-Einstellung sein. Irgendwann bricht das natürlich ein klein bisschen ab, irgendwann bekomme ich leichtes Rauschen und leichte Bildstörungen, aber man muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen einfachen Kameras ist hier die Bildqualität wirklich sehr gut und vor allen Dingen durch den etwas größeren Sensor und die hohe Lichtstärke des Objektivs kann ich auch schon schön mit der Schärfentiefe arbeiten, kann schon schön freistellen, bekomme ein nettes Bouquet. Das heißt also, auch mit der Kamera kann ich schon einiges machen an gestalterischer Arbeit und bin da schon nicht so sehr eingeschränkt wie mit Kameras mit extrem kleinen Bildsensoren. Ja, das soll es gewesen sein. Das sind die wichtigsten Funktionen und spannendsten Funktionen der XZ2. Den Test gibt es schon seit einiger Zeit bei mir auf der Internetseite www.ralfsfotobude.de. Da gibt es natürlich auch noch viel mehr zu sehen zu allen möglichen anderen Kameras. Da wird es auch ständig aktuelle neue Tests geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe vor allen Dingen, es hilft euch ein klein bisschen weiter bei der Bedienung der Kamera. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier wieder vorbeischaut auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auf www.ralfsfotobude.de. Bis dahin, moin moin!